Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 200. Nicht gedacht, dass wir, oder dass ich vielmehr, so lange aufnehme. Aber bis jetzt macht es immer noch Spaß. Das ist ja gut. Also, streamen wir und nehmen wir auf, bis die Festplatten suchen. Da wird heute Müll. Und gerade mal gucken. Komischer Stab von dem Magier. Da. Na okay, das brauchen wir noch. Ein paar Tage neben online. Bisschen Stress, aber kennt man ja. Man hat viel Arbeit, wenig Geld und immer was zu tun. So, jetzt gehen wir es mal an. Am besten mit Mount, dann geht's schneller. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Okay. Dem können wir uns nämlich noch ganz viel das Leder von denen schnappen mehr. Und 115 von denen brauchen wir noch. Dann haben wir das auch fertig. Ich hab gerade so verdammt, was erfolgt uns denn da, aber. Alles cool, das ist nur unser Hund gewesen, beziehungsweise nur Eberron gewesen. Ihr seht, es ist auch noch recht früh bei mir. Alles cool. Überall verteilt. Ich glaube, ja, vier Stück sind das. Ja, vier Stück. Okay, das sind ein bisschen verpackt. Weil wir letztes Mal, als wir hier waren und hier in der Mitte den Stab da zusammengebastelt haben, war das ja ähnlich. Dass es irgendwie ein bisschen verpackt ist. Aber wir kennen es ja nicht anders an WoW. Ist ja immer irgendwie ein bisschen verpackt. Ich glaube, darum muss man WoW lieb haben. Ne? Das ist an sich eigentlich super ein geiles Spiel. Ist aber irgendwie ein bisschen verpackt. Können wir bald wieder was rumbasteln. Das finde ich sehr gut. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, er nimmt uns nicht wahr. Ja, fand er wohl doch nicht so toll. Ups. Gut, jetzt ist er zum Glück ein Elite oder so. So doof für den, der jetzt kommt vielleicht und den auch töten möchte. Der mit der Quest zusammenhängt. Na gut, er wollte es nicht anders. Er ist uns quasi ins Messer gelaufen. Beziehungsweise der ist jetzt in die Zähne von Abaddon gelaufen. Kaffee nachfüllen.
sehe dich trotzdem. Ja, ist klar. Ich schmeiß mir schon mal zurück. Zaubersperre ist auch ein ganz toller, böser, fieser Trick von den Hexenmeistern. Vor allem im WG oder so. Oh. Weil er ein Magier oder so ist, ist man ganz schön gelackert. Was ich ganz toll immer fand bei Magiern. Zauberstehlen. Ich habe mich damals irgendwo hingestellt mit meinem Magier. Und habe dann Zauber geklaut. Probieren wir noch kurz den zu plündern bzw. zu ledern. Okay, der geht immer noch nicht. Wo haben wir es denn da? Material vorhanden. Das hätte ich gewusst. Rüstung, so. Die hat man nicht. Da sind die falsch. Stimmt, wir müssen erstmal ein bisschen skillen, ne? Zu bekommen, genau. So war das. Richtig, richtig. Ich muss noch ein bisschen skillen. Ja, das kriegen wir auch hin. Kein Problem. Gehe ich fest von aus. Oder hier unten drin. Sieht so aus, ne? Wenn unten drin wäre. Aber der ist bestimmt in der Basis drin. Ja, oder auch nicht. Da unten ist er, der Schlingel. So. Mal können wir die raus tun. Dr. Boom. Trefferchance, ja, wie gesagt, Trefferchance wäre nicht schlecht, aber wir fallen. Okay, nur 5. Okay, wie viel Trefferwertung hätten wir denn dann? 22. 17. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, allerdings verlieren. Obwohl, nee. Sind wir nur nicht. Crit. Okay, Crit werden wir verlieren. 0,72. Oh, ich sollte die Quest auch annehmen. Hey, wie geht's euch so? So, jetzt müssen wir nur hier vorne ist der. Dr. Boom. Auflage von Dr. Boom. Nachher nochmal versuchen den. Ach, wie heißt er denn den? Ah. Da vorne. Vergesst mal den doofen Namen. Den Teufelsächer da das Herz zu klauen, ob das mittlerweile funktioniert.
Irgendwie hätte das ja nicht, nicht so drücken sollen. Wir konnten ihn zwar killen, aber nicht so wirklich. Dass man die nicht, ja gut, Humanoide, wenn die nicht ledern kann, finde ich auch doof. Doof, doof, doof. Geh weg. Mann. Töte. Ah, das ist die Pest, du. Oh, wir müssen aufpassen. Ah, das kann man nicht plündern. So, jetzt schicken wir unseren Wufti da rein. Wenn ich weiß, wie es geht, geht's einfach. Gold dabei. Ein Tuffel. Dann holen wir unseren Freund wieder. Dr. Boom war Geschichte. Gestern Leckerchen, Heilung. Noch Leckerchen und Heilung. Ach, die müssen wir auch töten. Hab ich schon gesagt. Wo müssen wir die auch töten? Hier. Die haben wir schon. Ja. Was droppen die denn? Essenzen, okay. Auch cool finde, wenn die separat schinden, die Quest hier von dem komischen Magier. Und am Ende, glaube ich, gibt es eine... Hoppala. Hier müssen wir nachher hin für das Magier-Ding. Ja, das Siegel. Müssen wir nachher hier hin. Und da ist dann so, ja... So eine Art altes Dorf ist da. Müssen wir dann Aufgaben wieder erfüllen. Wie immer. Dann erst ein paar Geister da töten. Sachen sammeln. Und wir müssen eine Kuh retten. Ein paar Mal habe ich das schon gemacht. Mittlerweile, also auf den Real-Servern ist das halt wirklich easy going. Theoretisch brauchst du nur die Hälfte aller Quests zu machen. Und das Level Up. Hier müssen wir gucken, dass wir mindestens 90% der Quests machen, um Level Up zu haben. Da müssen wir noch dran denken, wir sind immer noch 1,5 mehr EP als normalerweise. 0,5 war trotzdem. Das ist der Wahnsinn. Was man so... eigentlich alles an Erfahrung braucht, um... blöde Level zu machen. Und der macht auch tolle Sachen. Ich mal sagen. Oh.
funktioniert. Ignorieren. Ich glaube mit WOTLK kam das mit dem Rüstungs ignorieren ganz. Ich habe ja ganz tolle Trinkets. Geister, dann haben wir das auch. Aber ich würde sagen, die zwei Geister holen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW The Burning Crusade. Und auf Wiedersehen.